Hey ho, ich bin Tommy Something, ich liebe Videospiele und naja, ich habe mich total verlaufen. Das ist mein Review zu Absolver. Absolver hat die interessante Prämisse, dass es ein MMO-Fighting-Game ist. Und das ist genau das, was ihr euch vorstellt. Eine große, offene Welt, in der ihr eure Martial-Arts-Künste unter Beweis stellen könnt. Dabei lernt ihr neue Moves und ganze Sets, je länger ihr gewinnt, gegnerischen Attacken ausweicht oder sie blockt. Ganz simpel ausgedrückt, je länger ihr mit einem Sparringspartner trainiert, und egal ob das nun ein NPC ist, ein Bossgegner oder ein anderer Spieler, desto besser werdet ihr. Das klingt doch schon mal ziemlich cool, oder? Zumal die Moves, die ihr einsetzen könnt, egal ob nun mit den bloßen Fäusten oder mit einer Waffe, sehen wirklich so aus, als kämen sie aus einem Martial Arts Film. Aber das Spiel scheint dennoch einige Kinderkrankheiten zu haben, was wirklich schade ist, dass sich hier mehr oder weniger um ein fertiges Spiel handelt. Klar werden hier und dort noch Updates kommen und das Ganze wird sich noch ein wenig verbessern, aber hätte mir jemand gesagt, dass es sich bei Absolver um ein Early Access Spiel handelt, ich hätte es ihm sofort geglaubt. Es sind halt solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass die Story im Spiel viel zu kurz kommt und dann auch nur sehr vage erzählt ist. Und wir besitzen im Spiel keine Minimap, weswegen ich mich ständig verirrt habe. Sowas reißt einen immer wieder aus dem Spielgefühl, was wirklich schade ist, denn eigentlich mochte ich den minimalistischen Stil, der an einigen Stellen sogar fast schon gemäldeartig ist, und den Fokus auf die Martial Arts Moves. Und genau dieser Minimalismus ist es eigentlich, der das Spiel so ausmacht, denn schon in den Kampfkünsten Kung Fu oder Karate geht es nur darum, was der Kämpfer selbst daraus macht. The combat deck is fully customizable, allowing one to define their way of fighting and become unpredictable. In einem Videospiel wiederum fühlt sich der Spieler ohne klare Aufgaben und Orientierungen sehr schnell verloren. Und so ist es auch mir häufig passiert, dass ich nie genauso wusste, was ich jetzt tue oder warum ich es tue. Außerdem kam ich viel zu oft in Areale, in denen ich von den NPCs direkt platt gemacht wurde. Solange sich ein Kampf in einer intimen 101-Situation befindet, ist noch alles gut und ihr könnt versuchen, taktisch an die Sache ranzugehen. Sobald aber mehr Gegner auf dem Bildschirm sind, geht auch schon das Button-Mashing los. Ihr seht also, die Suche nach dem eigenen Weg und der eigenen Story ist, wenn überhaupt, ein zweischneidiges Schwert. Und das ist verdammt schade, denn es gibt einfach viel zu wenig innovative MMOs. Und der Spruch hätte auch von Konfuzius sein können. Absolver probiert mit seinem Kampfsystem und seinen minimalistischen Ansätzen etwas. Und ich kann auch nicht hundertprozentig sagen, ob das was Gutes ist. Wenn die Kämpfe einmal funktionieren, dann sind sie intensiv und intim, so wie es einmal bei For Honor der Fall war. Aber dazwischen läuft der Spieler halt sinnlos durch Gegenden, die zum Teil auch noch sehr ähnlich aussehen. Um ein volles Paket zu werden, muss noch eine ganze Menge an Content hinzukommen. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, spielt Absolver direkt mit einem Controller, denn mit der Tastatur wird es dann doch etwas komplizierter. Von mir bekommt Absolver jetzt aber erstmal einen Daumen in der Mitte mit einem leichten Drall nach unten und jede Menge Platz nach oben. Was haltet ihr von Martial Arts MMOs? Schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch auf vid.me herumtreibt, dann folgt mir auch dort, denn eventuell mache ich bald exklusiven vid.me-Content. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dann!